Die gehen dann hier nämlich so schnell nicht aus, die Gegner. Dann können wir hier nachher noch wieder Meteorerz abbauen. Das ist ja genial. Noch mehr Kupfermünzen. Die holen wir uns mal eben alle hier. Und dann geht sie wieder hoch. So, langsam geht die Sonne unter. War das Meteor jetzt gerade was für... Ja, Meteorit haben wir eingepackt. Dann können wir hier noch eine größere Aktion bald wieder draus machen. Das ist ja einfach herrlich. So, jetzt begeben wir uns mal langsam wieder zurück. Die Stelle sollten wir uns merken. Kurz hinter der Verderbnis. Und es wird Nacht. So, was können wir noch loswerden? Holz können wir loswerden, Steine können wir loswerden, Tagesblumensaat. Wir stapeln mal alles schnell. Eisenerz. Das lassen wir auch hier. Was können wir noch hier lassen? Todeskraut. Das lassen wir hier. Dann haben wir die Truhe voll. Gut, begeben wir uns schon mal wieder zu El Alter Mann hier. So, dann sag mal was. Sekunde, erstmal muss ich ihn hier wieder. Ich komme in der Nacht dann wieder, alles klar. Warten wir einfach mal auf die Nacht. Ja, ja, wer kennt die Sendung noch? Ich möchte ein A kaufen. Es ist jetzt gut, das war jetzt gerade eine andere, aber egal. Jeder weiß ja, was so halbwegs gemeint ist, hoffe ich mal. Und wer nicht, der, ja, ist wohl eine andere Generation dann vielleicht. So, jetzt wird's Abend. Komm mal her hier, Greis. Kann man dich hier irgendwie rüber buxieren? Also hier sollst du jetzt eigentlich nicht weiter, Sekunde. Ich möchte hier mal... Ah ja. Komm doch mal mit hier. Hallo? Hallo Sie? Dürfte ich hier mal Sie an den Dungeon bitten hier? Mein Meister kann bei Tageslicht nicht gerufen werden. Das war mir schon fast klar. Eieiei. Sonne, geh unter. Dein Meister. Okay. Ewige Gewarte hier. Wann ist das denn endlich duster genug? Dauert anscheinend noch. Haben wir noch Platz? Ja, wir haben Platz. Hallo, hallo Sie. Kreis. Ne, haben wir es denn? Ne, immer noch nicht. Eieieiei. Ja, ihr merkt schon, wahnsinnig spannend hier alles gerade. Wir warten auf den Sonnenuntergang. Eieieiei. Den hier möchte ich schon mal nehmen. Immer noch. Dauert alles. So, ist jetzt bald Nacht? Hallo, hallo Nacht! Dauert alles. Eieieiei. Wo will er denn jetzt hin hier? Hallo, was, wo willst du hin? Was soll der Scheiß? So, jetzt? Ne, immer noch nicht. Oh Mann. Ich mach jetzt mal Licht aus, dann ist Nacht für dich so. Da oben ist noch ein Goblin-Speer haben wir hier noch. Na, kümmern wir uns erstmal kurz um den Goblin-Speer und gucken dann nochmal, ob jetzt hier jetzt Nacht ist oder nicht. Silbermünzen, zerfetzten Stoff und so weiter und so fort. Immer noch nicht Nacht. So. Was ist jetzt hier? Vor allem du hast rote Augen, Alter. Ah, Fluch. Ja, ich will hier hoch. Oh.
So, dann wollen wir mal gucken, dass wir den jetzt hier erstmal erlegt bekommen. Aua. Ah. Aua. Aua. 19 Sekunden muss ich noch durchhalten, dann kann ich den nächsten Trank trinken. Neun Sekunden. Das wird doch nichts. Ja, da wurden wir getötet und Skeletron haut ab. Ja, das hat's dann nicht so gebracht. Ich würde sagen, wir müssen uns ein paar Tränke fertig machen. Jetzt können wir erst nochmal was anderes fix ausprobieren. Wir gehen mal einmal hin und gucken nach, ob der Alte jetzt wieder weg ist oder ob er jetzt da ist. Nein, er ist wieder weg. Wir müssen jetzt echt wieder auf den nächsten Tag warten. Das ist doch scheiße geregelt hier. Wir können nochmal einmal außerhalb des versuchen, ein Stück weiter wegzugehen hier. Und dann wieder zu kommen. Mal sehen, ob er dann wieder da ist. Oder ob man wirklich nur eine Chance pro Nacht hat. Das wäre ja schlecht. So, ich würde sagen, gehen wir jetzt bis hier und dann jetzt gehen wir mal zurück und gucken mal nach. Bin ich ja mal gespannt, ob ich neugierig bin jetzt hier. Zack. So, alter Mann, bist du jetzt da oder bist du nicht da? Du bist natürlich nicht da. Das ist doof. Ich habe jetzt auch gar nicht drauf geachtet, ob Skeletron immer noch denselben... Ob der jetzt sich frisch wieder aufgeladen hatte, oder... Egal, ich würde sagen, ich mache hier erstmal Schluss für heute. Lese mal ein bisschen was über Skeletron nach und melde mich dann demnächst wieder. Bis dann, tschüss! Ja, hallo Leute, da bin ich auch schon wieder. So, ich habe mir mal ein bisschen was durchgelesen zu Skeletron, auch ein paar Taktiken, die wir da ausprobieren können. Es soll ganz gut funktionieren, ihm die Arme wegzuschießen, weil die nur 400 HP haben und sich mit dem Kopf nicht einen HP-Pool teilen. Und dann ist es wesentlich einfacher, den Kopf umzunieten. Das werden wir dann in der nächsten Nacht mal ausprobieren. Oder vielleicht ist jetzt auch durch das neue Laden der alte Mann jetzt auch schon wieder da. Aber ich glaube, da ehrlich gesagt weniger dran. Vor allem, weil ich hier gerade eben nicht hochkomme. Aber wir gucken einfach mal. Das sieht aber nicht so aus. Nein, der Alte ist nicht da. Und wir werden also bis zum nächsten Tag wieder warten müssen. Die Zeit können wir nutzen, um hier vielleicht noch ein paar Bäume zu fällen nebenbei. Holz kann man ja immer mal brauchen. Ich weiß gar nicht, wie viel wir jetzt hier hatten noch in dem Gedöns hier. Da können wir eigentlich noch mal ein paar mehr von machen. Truhen kann ich mir gerade nicht herstellen, weil ich kein Eisen dafür habe, die ich nämlich für die eisernen Beschläge der Truhe nämlich brauche. Das ist ein bisschen doof. Dann müssten wir auch nochmal zusehen, dass wir unsere Pfeile aufrüsten. Wir müssen auf Schleimjagd gehen jetzt auf jeden Fall. Dann möchte ich vielleicht auch nochmal zum Meteoritengedöns hin. Das war ja hier links ja irgendwo, meine ich. Gehen wir doch einfach mal nach links rüber und gucken mal, dass wir da vielleicht noch ein bisschen Meteoritenerz zusammenbekommen. Und dann machen wir noch einen Skeletron-Versuch und sollte der auch nicht funktionieren, dann... Ja, dann müssen wir uns was anderes überlegen, wie wir ihm erstmal beikommen. Die Sache mit den Armen hätte ich eigentlich auch selber kommen können, dass man ihm zuerst wegschießen sollte, aber ich bin davon ausgegangen, dass die sich zusammen mit dem Kopf einen HP-Pool teilen. Weswegen es dann wenig Sinn gemacht hätte. Das sehen sogar die Zombies ein hier. Wie viel habe ich? Wie viel Platz? Ich habe ein bisschen Platz. Das ist sehr schön. So, jetzt sind wir gleich wieder am Kometen, meine ich. Beziehungsweise am Meteoriten. Der war doch hier irgendwo. Irgendwo hier hinter, meine ich, oder?
So, die können uns jetzt gerade hier nichts. Ja, schon. Und ich habe auch gelesen, dass man es mit dem Stachelball, den wir hier haben, mal mit dem Ball des Schmerzes mal probieren sollte. Weil der eine andere lustige Sache hat, nämlich, dass er die Monster auch mehrmals treffen kann. Wenn man Shift drückt, oder, nee, wie war das? Wenn man irgendwas gedrückt hält, dann bleibt er nämlich draußen. Und den kann man dann hinter sich herziehen, was auch sehr gut funktionieren soll, theoretisch. Weiß ich jetzt gerade nur nicht mehr, wie die Tastenkombination jetzt davon war. Und wir können dann auch noch ein bisschen losgehen, hier noch ein bisschen Gold noch uns besorgen. Also, Geld. So, dann kommen wir hier mal runter und dann können wir hier erstmal das Meteoritenerz wieder weiter abbauen. Und dann kommen wir mal gucken, wie weit wir jetzt hier kommen. Wir müssen da den Tag irgendwie auch noch rumkriegen. Meteorköpfe. Kann man doch ganz gut was zusammenkriegen. So, ich würde sagen, wir machen das wieder mit dieser Durchgrabetaktik, die beim letzten Mal auch schon sehr gut funktioniert hat. Dann machen wir das auch wieder. Ebensteinblock. Ne, das Zeug brauche ich nur gerade weniger. Ich brauche eher Lehm und Sand. Meteoriten. Oh. Ja, ich wurde getötet. Das war so nicht geplant. Na gut. Gehen wir eben nochmal hin hier. Wir wissen ja, wo es ist. Viel verloren haben wir ja nicht, außer so ein bisschen Gold vielleicht, aber das ist mir dann auch gerade Wurst. Wir haben hier noch ein bisschen was, was wir einsortieren könnten. Deswegen würde ich sagen, machen wir mal eben schnell stapeln. Also das hier, Tagesblumensaat, Tagesblumensaat. Das lassen wir mal hier alles so mit drinnen. Und dann gehen wir doch nochmal zum Meteoriten. Zack. Vielleicht bauen wir hier die Plattform auch noch ein bisschen länger, damit wir da ein bisschen besser drauf laufen können. Wenn denn der Skeletron kommen sollte gleich wieder. Alter Mann, bist du jetzt da? Nein. Ich gebe die Hoffnung ja nicht auf. Komm her, ich stech dir das Auge aus hier. Hier würde ich nämlich auch noch gerne weiter rüber bauen jetzt. Haben wir denn oder haben wir nicht? Wir haben natürlich nichts an Holz jetzt gerade dabei, weil wir es alles abgelegt haben. Was ist das denn? Achso, das war der zerfetzte Stoff. Haben wir noch Klappen dabei? Nein, wir haben auch keine Holzklappen mehr dabei. Das heißt, wir werden jetzt hier... Scheiß auf die Meteoriten. Wir bauen jetzt erstmal hier so ein bisschen die Sache so ein bisschen aus hier. Sammeln nebenbei noch ein paar Zombie-Münzen ein hier. Die Kupfermünzen, die wir von den Zombies kriegen. Silbermünze sogar dabei gewesen. Da kommt noch wieder ein Sternschnüppchen. Nehmen wir auch mit. Ich will den scheiß Skeletron endlich besiegt haben, verdammt. Da ist noch eine. Gehen wir erstmal Holz jetzt besorgen und dann bauen wir erstmal weiter aus hier. So, hier haben wir noch ordentlich was drin gehabt. Da liegt ja auch noch was. Mein Seiner. So, Holz. Das kommt mit. Das packen wir hier hin. Wir machen mal wieder schnell stapeln. Ach, jetzt haben wir das Holz wieder rausgeschmissen. Da ist auch Wurst. Jetzt machen wir uns erstmal ein paar Klappen wieder fertig. So, die nehmen wir mit. Das Meteoritenerz lassen wir erstmal hier. Die Eicheln nehmen wir auch mit. Den Ekelpilz können wir da wegschmeißen erstmal. Die Spinnennetze können auch erstmal weg.